Das elektrische Feld, die elektrische Feldstärke und das Material. Leider reicht die elektrische Feldstärke E nicht alleine, um elektrostatische Felder, elektrostatische Phänomene zu beschreiben. Wir brauchen noch zusätzlich die elektrische Verschiebungsflussdichte und die Polarisation. Warum ist das so? Nun schauen wir uns zunächst mal ein Material an, das da polarisierbar ist. Also da sind irgendwie, es kann sogar Wasser sein, das sind irgendwie polarisierbaren Atome oder Moleküle drin. Aber es ist noch nicht polarisiert. Dann hat man da drin so die Vorstellung, so ein paar Eier hier. Ich male da mal so ein paar davon hin. Die sollen eigentlich alle gleich groß sein. Und ob ich das jetzt hinkriege, weiß ich nicht. Gleich verteilt hier Plus und Minus. Darauf kommt es nicht ganz an. So, und die sind völlig regellos. Plus, Minus, regellos verteilt. So, wenn ich jetzt aber mit Feld daran gehe, dann wird dieses gleiche Material polarisiert. Das heißt, diese Zigarren hier richten sich in meinem Feld, das kann ich jetzt zunächst mal hinzeichnen, richten sich in meinem Feld, wie habe ich gemacht? 6, ne? Genau, aus und nach links gehen die Plus und nach rechts die Minus. So, was wird passieren? Die werden natürlich die Wirkung dieses Feldes verstärken. So, wenn Sie das machen, dann könnte ich jetzt ja im Prinzip dahergehen und versuchen, die Materialeffekte zu beschreiben. Werden die Wirkung des Feldes, das Feld selber nämlich nicht, des Feldes verstärken. Sodass man dann, um die Materialeffekte beschreiben zu können, noch die Polarisation dazu bräuchte. Dieser Begriff Polarisation taucht hier nur einmal auf. Wir werden nicht mehr so richtig viel damit arbeiten. Man nennt das P, ist auch vektoriell. Brauche es nur, um letztlich ein paar Effekte herzuleiten. Und man könnte jetzt hier so irgend so eine E-Effektiv sich definieren, das da besteht aus der elektrischen Feldstärke E plus die Polarisation P, also das, was diese kleinen Teilchen da, wenn die sich ausrichten, dazu machen. Da man davon ausgehen kann, dass diese Polarisation proportional zum elektrischen Feldstärke ist, könnte man das auch schreiben als 1 plus Chi, das ist ein Chi, und beschreibt die Polarisierbarkeit. Auch das müssen Sie sich nicht merken, weil wir das in dieser Veranstaltung so in der Form nicht nochmal brauchen. Wir müssen es nur zusammenfassen. So, und das könnte man auch alles komplett zusammenfassen zu einem E mal Epsilon R. Und dieses Epsilon R schreibe ich hier nochmal hin. Epsilon R ist gleich 1 plus Chi, das ist die relative Dielektrizitätszahl. Die beschreibt nämlich diese Materialeffekte, die noch mit da drin sind. So, das als solches könnte man jetzt so stehen lassen, macht man nicht unbedingt. Man versucht jetzt noch den Übergang wieder zu schaffen in die Einheit der Ladungen, sodass man wieder dichter an dem Material noch wieder dran ist und führt ein die elektrische Verschiebungsflussdichte, die da genannt wird D, und das ist gleich Epsilon 0 mal Epsilon R mal die elektrische Feldstärke. Und die erfasst nun auch die Materialeffekte mit. Könnte man sich fragen, warum arbeitet man jetzt nicht nur mit D? Nun, das liegt einfach daran, dass man in manchen Fällen eben wirklich das E braucht, um auf die Kraftwirkung auch zu kommen, so wie wir das da hingeschrieben haben. Da könnte man natürlich auch sagen, okay, machst du nur mit dem D und dann multiplizierst du das eben mit dem Epsilon oder so, oder dividierst nochmal dadurch. Ist ein bisschen fishy.
Deswegen würde man hier die zweite Größe, die Verschiebungslosdichte, noch zwingend mit einführen, die eben die Materialeffekte auch noch mit berücksichtigt. So, schauen wir uns nochmal die Einheit an, bevor wir einen roten Kasten drum machen. Die Einheit von D muss jetzt ja sein, die Einheit von Epsilon 0 mal die Einheit von E, also gleich Ampere Sekunde pro Voltmeter, das hatten wir schon, mal Volt pro Meter, und dann kommt daraus Ampere Sekunde pro Quadratmeter, und das ist auch gleich Coulomb pro Quadratmeter. Ich mache mal darauf aufmerksam, das ist wie, es ist nicht das gleiche, aber wie eine Flächenladungsdichte. Also eine Ladung, die sich über eine Fläche verteilt. So, jetzt merken wir uns das gerade. Können wir noch ein paar Sachen dazu schreiben, was denn jetzt eigentlich mal so die Größen für Epsilon R sein könnten. So ein paar Beispiele. Zum Beispiel, also Epsilon R gleich 1 ist natürlich das Vakuum. Epsilon R gleich 4 wäre zum Beispiel Platinenmaterial. Epsilon R gleich 2,2, das gerne in Kabeln verwendete Teflon. Epsilon R gleich 80, zum Beispiel Wasser bei niedrigen Frequenzen. Was hätten wir noch? Und dann kann das aber auch bis in die Hunderte oder Tausende gehen, wenn Sie spezielle Keramika nehmen. So, das Tolle an dieser Verschiebungsflussdichte jetzt, was man so ohne weiteres nicht sieht, ist, dass es einen sehr engen Zusammenhang zur Ladung gibt. Das Tolle an der Verschiebungslosdichte ist der enge Zusammenhang zur Ladung. Das macht letztlich Sinn, wenn man sich anschaut, wie das zustande gekommen ist. Das ist nämlich genau über die Polarisation, die Polarisierbarkeiten und die Wirkung von Ladung, von Ladungsausrichtungen in einem Material gekommen ist. Und es erfasst letztlich, man kann damit alle Ladungen innerhalb eines Raumgebietes messen. Und das führt auf den Satz vom Hüllenfluss. Ich schreibe es nochmal in Buchstaben hier hin. Nämlich der Fluss durch eine Hülle durch. Man hat mathematisch, würde man das schreiben als, Vorsicht, Integral über eine geschlossene Oberfläche, das ist das, was das heißt. D, das ist zu fett. D, dA, nicht verwirren, was das bedeutet, ist gleich Q, das ist die Ladung im umschlossenen Raumgebiet. Und das ist das Flächenelement. So, was meint das jetzt? Das kann man natürlich nur sinnvoll darstellen, wenn man sich mal eine Zeichnung zu dem Thema macht. Verteilen wir mal ein paar Ladungen hier irgendwo auf der Fläche. So, das sind die Ladungen Q. Und jetzt gehen wir mal daher und nehmen hier eine umschließende Oberfläche. Das könnte so ein Ei sein, wie ich es hier zeichne. Typischerweise wird man natürlich versuchen, eine Kugel zu nehmen. So, hinten ist die geschlossen. Hier vorne, das ist hier die geschlossene Oberfläche.
So, und aus dieser Oberfläche raus gehen ja die Feldlinien hier des elektrischen Feldes, aber natürlich auch des Verschiebungsflusses. Den zeichnen wir jetzt mal hier so ein. Wir nehmen mal an, dass das alles positive Ladungen hier sind, die da rausgehen wollen. So, und das ist hier das D. Und jetzt können wir natürlich messen, wie viel da jetzt so durchgeht. Dann nehmen wir mal hier ein so ein kleines Teilchen raus. Das ist das Flächenelement. So, und das hat auch noch einen Vektor, der nach außen gerichtet ist. Das ist das dA an der Stelle, der Vektor. So, die Mathematik von diesem Integralausdruck da oben, die ist relativ schwierig. Wir brauchen das aber nicht in dieser Form. Bei uns ist es immer so, dass das D auf der denkbaren Oberfläche eigentlich immer konstant ist. So, deswegen schreibe ich hier der Einfachheit halber nochmal dazu, was denn das so ist. Also die Mathematik kann, sage ich, muss sie nicht, kann sehr kompliziert sein. Bei uns, beziehungsweise hier, ist immer D. Beziehungsweise eigentlich muss ich sagen, D-Betrag konstant auf der Integraloberfläche. Das ist das eine. Und das andere, D geht immer senkrecht bei uns. Ne? Also immer. Durch die Oberfläche, so dass die parallel zu dA ist und damit folgt eigentlich daraus d dA konstant im Integral. So, das gilt nur, also diese Vereinfachung gilt eigentlich nur bei einer Minderheit, bei einer ganz speziellen Auswahl von Fällen, aber die soll uns reichen. Diese Annahmen gelten nur in sehr speziellen Fällen. Aber die sollen uns reichen. Schauen wir hier nochmal auf dieses dreidimensionale Feld drauf. Und dann gucken wir uns nochmal die Feldvektoren hier an. Und dann sehen wir, die gehen zum Beispiel ganz genau senkrecht hier, ganz normal radial, also von außen strebend, kugelförmig im Prinzip auf die Mitte zu. So, wenn wir da jetzt also sagen würden, okay, machen wir doch einfach mal eine richtig schöne runde Kugel hier um diese Ladung in der Mitte. Und dann schauen wir uns an, wie das mit den Feldern ist. Dann können wir sofort sehen, diese Pfeile hier, die sind wahrscheinlich, also die müssen überall gleich groß sein, weil es ja absolut kugelsymmetrisch ist. Also warum sollte der links größer sein als der rechts, wenn es alles das gleiche ist? So, die müssten also überall gleich sein und die gehen natürlich auch senkrecht, weil sie genau nach innen streben, senkrecht durch so eine Kugeloberfläche durch, wenn wir die nur richtig wählen. Und richtig gewählt heißt, dass die natürliche Wahl, nämlich die Ladung ist in der Mitte. Also das könnte man sagen, ist hier in diesem Fall ohne weiteres erfüllt. Schauen wir uns dieses Feld hier an, zwar nur zweidimensional, aber auch hier könnte man natürlich sagen, okay, wenn wir jetzt als Oberfläche im Prinzip den Zylinder nehmen, der hier sich umstülpt, um dieses Ding hier drumherum, so also in hier vertikale Richtung hier einmal drumherum geht, so, dann sehen wir auch hier, das ist total kreisrund hier, alle Partikel, wenn wir sie fliegen lassen, werden von außen kommend in dieses Loch reinstürzen und das ist ja letztlich das, worum es geht. Auch hier können wir natürlich uns die Feldvektoren anzeigen lassen. So, und dann sehen wir hier wieder, dass die radial von außen nach innen strömen und hier sieht man es auch ganz schön, wie sie durch diese Flächen hier durchgehen, einfach senkrecht da durch.
nicht überall gleich groß, weil wenn das Kreis rund ist, warum sollte ein Vektor hier oben länger sein als da unten, wenn er nur die gleiche Entfernung von der Menge, von der Mitte hat? Das heißt also, diese Annahme, die ich da jetzt mache, d mal dA ist konstant über die Oberflächen, die wir betrachten, die ist durchaus gerechtfertigt, die können wir auch so nehmen. Und wenn wir das machen, dann können wir nämlich sagen hier, d mal dA ist konstant und dann wird dieses Integral nämlich total simpel. Dann könnte man nämlich hier sagen, hier das Integral dA degeneriert irgendwie zu einem Integral d, irgendeine Komponente davon. Wir schauen uns gleich Beispiele an und dann müssen wir nur noch hier über dA Oberfläche integrieren. Und dann ist das hier vielleicht nur noch die Oberfläche der von uns gewählten Form. So, schauen wir uns hier ein Beispiel an, nämlich das, was wir ursprünglich schon hatten, die Kugelladung oder Punktladung. Da kennen wir ja das Ergebnis auch schon, wenn wir das elektrische Feld ausrechnen wollen. Wir haben in der Mitte hier so unser Q, schön punktmäßig in der Mitte drin. Und dann würden wir jetzt hier uns eine Kugel drumherum, kein Ei, eine Kugel drumherum malen. Auch nicht besser. Und so und noch so. So, Kugel, ich schreibe es dazu, was es ist, wenn man es nicht erkennt. Kugel mit Q im Zentrum. So, und dann male ich mir die Ds noch dazu. Die gehen natürlich alle radial nach außen weg hier. So, das soll D sein, wiederum. Und da kann man sagen, wegen der Kugelsymmetrie ist D konstant. Auf der gesamten Kugeloberfläche. Außerdem geht D immer nach außen. Man könnte dazu sagen, einzige Komponente ist die radiale. So. Naja, und dann können wir, außerdem geht es senkrecht durch die Kugel durch. Und dann könnten wir sofort sagen, dass hier das Integral D dA ja gleich Q sein muss. Und dann können wir das dr rausziehen. Müssen nur noch irgendeine Konstante über die Kugeloberfläche integrieren. Naja, und das ist natürlich hier, das ist die Kugeloberfläche. Und wenn wir das machen, dann kommen wir darauf, dass hier gleich dr mal 4 pi r Quadrat, das ist nämlich hier der Radius hier, ich male ihn hier nochmal hin, r Radius der Kugel. So, und das muss gleich Q sein. Ja, und dann können wir das umstellen. dr ist gleich Q durch 4 Pi r Quadrat. Und dann ist auch das er gleich Q durch 4 Pi Epsilon 0 r Quadrat, genau das, was wir schon vorher hatten. So, das ist eigentlich schon bekannt. Schön, dass wir auch drauf gekommen sind. Könnte man jetzt natürlich irgendwie noch versuchen, mit rumzurechnen. Sparen wir uns. Wir haben gesehen, wie es aussieht in schönen, bunten Bildern. Das ist auch durchaus empfohlen, dass man das alles nochmal macht und nochmal nachvollzieht, wie das genau aussehen muss. Und ich würde jetzt nur versuchen, hier eine Linienladung, also wirklich das auszurechnen, was wir dann eben da auch wirklich gesehen haben, als weiteres Beispiel zu nehmen. Punktladung hat man so eher nicht, meine, in der Praxis. Linienladung aber doch sehr wohl. Man könnte ja jede Leitung zum Beispiel als eine Linienladung sehen, wenn man da mit dem Potential noch mitarbeitet. Also insofern kommt das, was wir jetzt als nächstes machen werden, der
Realität schon etwas näher. Der Unterschied ist eigentlich nur der, dass wir die Geometrie ein bisschen ändern müssen. Bei der Linienladung haben wir hier eine Linie. Das sagt die schon. Wir nehmen immer an, die ist unendlich lang. Das macht es dann etwas einfacher, auch wenn das erstmal schwierig klingt. Und das ist eben hier die Linienladung. Lambda. Und Lambda, die Einheit, ist angegeben in Ampere, Sekunde pro Meter. Also eine Linienladungsdichte eigentlich. So, warum muss man das machen? Das muss man deswegen machen, wenn man über diese gesamte Länge der Linie jetzt integrieren würde. Dann würde man auf was Sinnvolles, also auf ein Q kommen. Wie machen wir das Ganze hier unendlich lang? Da kommen wir dann auf ein bisschen anderes Tricks. Sei es drum. So, was wir jetzt machen, wir legen jetzt hier wieder eine Oberfläche um dieses Ding drumherum, bei der wir messen können, was denn die Verschiebungsflussdichte ist, die da durchgeht. Und dann nehmen wir einen Zylinder. Der macht ja Sinn, wenn Sie in Polarkoordinaten wirklich arbeiten, einen Zylinder zu nehmen. Der Zylinder hat eine Höhe h. Ja, wunderbar, die auf unendlich geht. Er hat vor allen Dingen einen Radius r. So, und dann gehen hier raus die D ist wieder, wie wir sie schon kennen, nach außen. Hm, das richtig gemacht? Ja, habe ich. D. So, wir können wieder sagen, ich schalte nochmal um auf das andere Bild. Hier ist es, wir können wieder sagen, das ist eigentlich komplett zylindersymmetrisch. Hier, wenn wir uns nur um dieses Ding drumherum bewegen, dann ist alles irgendwie gleich, im gleichen Abstand. Das heißt, wir können wieder hier sehen, dass alle Feldvektoren senkrecht durch diese Zylinder Flächen, also diese Ringe, gehen würden hier. Und damit kann man natürlich sofort hergehen und kann sagen, wir haben ein dr, das ist konstant auf der Oberfläche. Und damit ist dieses ganze Integral, das wir jetzt hier betrachten müssten eigentlich, also das komplette Integral hier über den Zylinder geschlossen. Die Mantelflächen brauchen wir nicht. Die vergessen wir mal, also die oben und unten. Mantelfläche brauchen wir sehr wohl, aber die Deckflächen brauchen wir nicht. Oben und unten. Dr, dA, mal sauber wieder hingeschrieben. Machen wir das dr hier noch weg. Dann haben wir hier dr. Eigentlich müssen wir das integrieren von minus unendlich bis unendlich, weil das hier die Höhe ist. Also über den gesamten Zylinder, den wir unendlich ausgedehnt machen, müssten wir aufsammeln. Das tun wir nicht. Wir müssten integrieren von 0 bis 2 Pi, also immer einmal drumherum laufend. Das kann man problemlos machen. Und das dr haben wir schon rausgeklammert. Und wir müssten das Ganze jetzt machen über r dh d phi. Das hier ist das radiale Flächenelement. Das könnte in Mathe dran gewesen sein, radiale Wegelement. Wenn nicht, stört es auch nicht weiter. Und wir integrieren die von minus unendlich bis unendlich die Lambdas auf. Also das Lambda auf. So, jetzt stellen wir schon mal fest, das Integral von minus unendlich stört. Also vielleicht stören alle Integrale, aber das stört besonders. Wo wir das jetzt natürlich nicht sinnvoll auswerten können, denn das müsste unendlich dabei rauskommen. Also lassen wir es weg. So. Naja, und dann müssen wir ja eigentlich nur noch r d phi integrieren. Das heißt also, wir kriegen jetzt hier raus dr mal 2 pi r ist gleich Lambda. Und dann können wir schreiben, dass dr ist gleich Lambda durch 2 pi r oder dass er ist gleich Lambda durch 2 pi r. Epsilon 0 mal R, und das ist genau das, was ich eben auch gesagt habe, als wir auf die zweidimensionale Felddarstellung übergegangen sind, dass das hier jetzt ja nur mit 1 durch R daherkommt und nicht mit irgendetwas anderem. So, wir könnten jetzt noch ein Stückchen weitergehen. Und ja, hier jetzt vielleicht auch nochmal das Potenzial ausrechnen an dieser Stelle. Wenn wir jetzt also wissen wollen, wie denn das mit dem Potenzial aussieht hier, also wenn man beispielsweise von diesem Punkt auf den Punkt hier irgendwie läuft und sich bewegt, wäre man jetzt hier gelaufen, wenn wir uns das hier jetzt nochmal angucken, sieht man nicht, man
fällt hier irgendwie in dieses Loch hier rein. Das heißt also, man hat seine Höhe, seinen energetischen Zustand irgendwie geändert. Da ist potenzialmäßig was passiert. Sie können sich übrigens auch vorstellen, ob Sie das jetzt hier so auf diesem Wege machen oder ob Sie auf dem direkten Wege gehen, ist gerade egal. Das ist wie beim Wandern, nicht? Der Höhenunterschied ist der gleiche, egal ob Sie den Hang sofort runterpurzeln oder ob Sie gesittet die Wanderwege lang gehen in Serpentinen. Der Wegunterschied, die Länge des Weges ist ein Unterschied, aber das macht energetisch keinen Unterschied, energetisch nichts aus. Es ist sehr wohl ein Unterschied für Sie, ob Sie da kopfüber irgendwo runterfallen oder ob Sie gesittet den Weg lang gehen können, aber das macht hier den Elektronen nun gar nichts. So, wir könnten jetzt das Potenzial noch gerade ausrechnen. Potenzial. Unterschied irgendwie von Punkt 1 in Abstand R1 und Punkt 2. Also Phi 1, 2 gleich Integral von 1 bis 2 E R dr. Wir laufen streng radial, also gehen den kürzesten Weg. Das hätte man jetzt so nicht machen müssen, aber wir haben über die anderen Feldkomponenten nichts gesagt. Die sind auch 0, also können wir es auch gleich so schreiben. Und dann setzen wir mal ein. Also Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal Integral von R1 bis R2. 1 durch R. R. So, das ist jetzt natürlich der Logarithmus hier. Das sieht jetzt erst ein bisschen komisch aus, weil wir nämlich plötzlich was machen, dass wir eigentlich von einer physikalischen Größe einen Logarithmus nehmen. Aber das lösen wir gleich wieder auf, indem wir gleich die Division hier versuchen. Also Lambda durch 2 Pi Epsilon 0 mal Ln R2 durch R1 gleich Phi 1, 2. Sie werden sicherlich sehen, wenn Sie jetzt hier den Ln oder irgendwie das R1 beispielsweise wirklich auf 0 gehen lassen, dann kommen Sie auf was Unendliches. Das ist nicht schön, das macht aber physikalisch Sinn, weil Sie auf einem unendlich dünnen Drahtstückchen gelandet wären, was eben auch unphysikalisch ist. Und dann ist das eben so. So, schauen wir uns noch ein einfacheres Beispiel an, nämlich nehmen wir mal gleich zwei Platten. Ich nehme gleich zwei Platten, weil das noch einfacher ist und anschaulicher ist als eine Platte. Und diese beiden Platten hier, das kennen Sie vielleicht schon aus der Schule, ist eine Platte weiter oben, eine unten. Auch hier sage ich, die sind jeweils unendlich ausgedehnt. So, ich schreibe es mal an die Stellen dran. Die haben Abstand d voneinander. Und was die haben sollen, ist hier oben irgendwie ein Sigma. Und hier unten ein Minus-Sigma. Und das Sigma ist eine Flächenladungsdichte. Ich habe da also irgendwas draufgepackt. Die Einheit dieses Sigma ist Ampere-Sekunde. Quadratmeter. Und wenn Sie jetzt das tatsächlich alle Sigmas über die ganze Fläche aufintegrieren wollten, über die Plattenfläche, dann kämen Sie auf eine Ladung Q. Vorstellung ist einfach nur, diese beiden Integralzeichen da mit der Fläche dahinter heißen nichts weiter, als dass Sie über die gesamte Fläche jetzt aufintegrieren, was da an Ladung hier Sie hier finden würden. Da, wie Sie das machen mathematisch, ist ein anderes Thema. Aber das kann man sich ja halt vorstellen, nicht? Man geht da mit dem Fischernetz oder sonst irgendetwas drüber, sammelt alle Ladungen auf. Und wenn man das über die ganze Fläche getan hat, dann kommt man hier problemlos auf die gesamte Ladung Q, die eben hier auf einer Ladungsfläche ist. So, was machen wir jetzt hier? Wir basteln uns jetzt hier so eine Box drumherum. Beispielsweise hier einmal um die obere, so wie wir das vorher auch gemacht haben. Hier Box zum Messen von D. Das ist hier nochmal in einem etwas anderen elektrostatischen Applet gezeigt. Ich habe hier zwei Platten, die sind jetzt hier nicht unendlich ausgedehnt, das macht aber auch nichts. Und ich würde jetzt auf die Idee kommen, hier einfach eine Box drumherum zu machen. Nehmen wir mal hier einen
Ground Conductor. So, das sieht man jetzt nicht so genau. Jetzt versuche ich mal gerade zu ziehen. Hier hoch. Wie genau die jetzt hier an den Kanten aussieht, spielt keine Rolle. Flups. So, und dann könnte ich jetzt hier messen, wie viel von dem D oder E oder E, was es jetzt hier ist, einfach durch diese eine Box hier jetzt durchgehen soll. Sie sehen, da oben ist das irgendwie nichts. Das wird dann terminiert und so. Auch sehr wenig. Und hier unten, da ist es jetzt hier eine Menge, was hier jetzt durchgeht. Das heißt also, wir könnten jetzt hier dahergehen und könnten genau diese Rechnung machen. Aufgrund der Symmetrie können wir sagen, die Ds, die wir haben, die können eigentlich nur so verlaufen, senkrecht. So, und damit, wenn ich jetzt hier so ein Koordinatensystem hinmache, haben wir nur eine Z-Komponente. So, das passt auch ganz wunderbar zu unserer Box hier, weil das nämlich im Prinzip heißt, dass das nur senkrecht durch diese eine Fläche da, die ich da blau gestrichelt gemalt habe, da durchgehen wird. Ja, und dann können wir jetzt eben hier einfach sagen, okay, wir haben hier das Integral über x und y. Das ist in jedem Fall wieder von minus unendlich bis unendlich, was wir gleich wieder fallen lassen werden. Dz mal dz ist gleich Integral minus unendlich jeweils bis unendlich über das Sigma, über die Fläche aufgesammelt, die wir dann da hatten. So, und dann kommen wir natürlich sofort darauf, dass hier dz mal, das ist dx, dy, dz gleich Sigma sein muss. Genau, dz ist Sigma und dann ist ez gleich Sigma durch Epsilon 0. Das heißt, wir haben es jetzt hier mit einem konstantes, eigentlich könnte man sogar sagen überall, konstantes und gleichgerichtetes elektrisches Feld. Das nennt man auch ein homogenes Feld. So, auch hier können wir das Potenzial ohne weiteres ausrechnen. Wenn wir jetzt nämlich einfach sagen, wir sind hier in der Box hier irgendwo drin und wollen jetzt von einem Punkt, meinetwegen 1, senkrecht irgendwo zu einem Punkt 2 hinkommen, dann können wir ja wieder das Integral bestimmen und den Potentialunterschied daraus bestimmen. Und das machen wir auch dann, indem wir nämlich einfach sagen, hier Phi 1, 2 ist gleich Integral Z1 bis Z2 e dz ist dann gleich Integral Sigma durch Epsilon 0 mal Z2 minus Z1. Und wenn wir jetzt noch sagen, wir integrieren von einer Platte zur anderen, dann ist natürlich Z1 gleich 0 und Z2 gleich D. Also haben wir U gleich Phi von D gleich Sigma durch Epsilon 0 mal D. Oder auch gleich, können wir jetzt sofort hier hinschreiben, E mal D. Das ist ein super einfacher Zusammenhang, den man als Überschlagsrechnung auch gerne nochmal verwenden kann für andere Felder, aber für das homogene elektrische Feld. So, wir können daraus noch was lernen, nämlich wir können hieraus auch das elektrische Feld bestimmen. Wenn wir nämlich zum Beispiel hier die Formel einfach umstellen, dann hätten wir das elektrische Feld E ist gleich U durch D oder der Verschiebungsverlust ist Epsilon 0 mal U durch D. Oder wir können sogar sagen, wie groß die Ladungsdichten da oben drauf sind. Also könnten wir sagen, Sigma ist gleich U mal Epsilon 0 mal D. Nehmen wir mal ein einfaches Zahlenbeispiel. W
Wir haben zwei solche Platten, schnell gezeichnet. Ups. Der Abstand hier ist 1 cm. Wir legen hier gar nicht mal allzu viel. Mal 100 Volt an. So, das soll der Draht hier sein. So, dazwischen ist nichts zunächst. So, und wir wollen wissen, das elektrische Feld und auch das, die Verschiebungslosdichte und die, das ist doch falsch, das ist mal U. Ja, die Verschiebungslosdichte, das ist immer noch nicht richtig. So, durch D muss es sein. Jetzt haben wir es, ne? Genau. So, die Verschiebungslosdichte und eben damit auch die Ladungsdichte, Flächenladungsdichte. Also, können wir sofort ausrechnen. E ist gleich U durch D ist gleich 100 Volt durch 1 cm. Sind also gleich 10 Kilovolt pro Meter. Ich kann da an der Stelle nur sagen, bei elektrischen Feldstärken keine Angst vor großen Zahlen. So ist das nun mal. So, und damit ist das D gleich Sigma gleich 8,854 4 mal 10 hoch minus 8 Ampersekunde pro Quadratmeter. Das heißt also, wäre die Fläche jetzt 1 Quadratmeter groß, hatten wir 8,854 mal 10 hoch minus 8 Ampersekunden da drauf. Oder sagen wir mal, das Ding hat hier eine Fläche von 10 mal 10 Zentimeter. So, dann könnten wir jetzt relativ schnell ausrechnen, dass Q gleich das Integral über die Plattenfläche ist. Eigentlich müssen wir nur davon ausgehen, dass das Sigma konstant darauf ist. Das kann man auch. So, Sigma dA, Sigma konstant, also degeneriert das Doppelintegral einfach nur zu einer Multiplikation mit der Plattenfläche. Also Q ist gleich Sigma mal A Platte und das sind 2 Zehnerpotenzen weniger, also 8,854 mal 10 hoch minus 10 Ampersekunde. So, machen wir uns den Spaß, dass wir einfach mal sagen, D gleich 1 Millimeter. Und wir hoffen mal, dass das jetzt nicht wirklich durchschlägt, dass wir es wirklich im Vakuum haben können und wir keine Funkensprühen haben oder sowas. Das ist vielleicht ein bisschen gewagt. Aber oder wir eben dazwischen was Durchschlagsfestes haben, sodass es nicht zu einem Problem oder sowas kommt. So, dann hätten wir natürlich zunächst einmal das E 10 mal so groß. Also gleich 100 Kilovolt pro Meter. Das ist jetzt schon ein bisschen schwierig hier. Das D und das Sigma wären dann auch nur eine Zehnerpotenz größer. Und genauso wäre das Q eine Zehnerpotenz. Was man sicherlich feststellt, ist, dass man, obwohl wir relativ große Feldstärken hier haben, wir gar nicht so viel Ladung da haben. Also wir haben natürlich 10 hoch 10 Elektronen locker hier drauf, also mehr sogar. Aber trotzdem ist die Ladung als Zahl gar nicht so irre groß. Ich würde gerne noch die